Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es tatsächlich endlich mal darum, neue Elemente wirklich zu erstellen. Letztes Mal habe ich euch nur gezeigt, was Parents und Children sind und warum man die braucht. Dieses Mal tatsächlich, warum man sich sowas oder wie man sich sowas zusammenbastelt. Jetzt zuerst mal, warum möchte ich sowas tun? Naja, sagen wir mal, wir haben eine dynamische Webseite wie zum Beispiel YouTube. YouTube ist cool und ihr habt wahrscheinlich mein Video über die Suche oder eine Playlist gefunden. Nehmen wir mal an, ihr habt es über die Suche gefunden, dann wird da ein Video angezeigt. Wenn ich jetzt aber noch ein Video hochladen würde, dann würde da was anderes angezeigt werden. Und das kann man natürlich nicht vorher wissen. Das heißt, ihr wisst nicht immer, welche Elemente ihr in eurer HTML-Webseite anzeigen wollt. Und dazu gibt es dieses dynamische Hinzufügen. Ihr erstellt hier einfach in eurem JavaScript-Code sozusagen beliebig viele Elemente und fügt die dann auf eure Webseite ein. Das kann ein bisschen kompliziert werden, aber hat natürlich dann auch was mit Datenbanken und so weiter zu tun. Ja, und mit PHP, deswegen würde ich euch die Reihe auch empfehlen. Okay, jetzt, wie mache ich das hier, dass ich hier endlich was einfügen kann? Naja, ihr seht, ich habe hier schon mal ein Element by ID geholt, und zwar div1, wie ihr das, oder was wir hier genau gemacht haben, hier, das ist übrigens div1, das ist in unserem Body einfach ein Container drin. Wenn ihr nicht genau wisst, was die ganzen Sachen sind, dann schaut euch die anderen Videos zur DOM an. Oder zum DOM besser gesagt, ist es ja das Modell. Gut, und jetzt wollen wir ein neues Objekt erstellen, und zwar einen neuen Paragraphen. Das machen wir, indem wir hier auch eine Variable erstellen. Nennen wir sie einfach mal para ist gleich document. So, und jetzt kommt eine neue Funktion, die wir brauchen, createElement. CreateElement, wie der Name schon sagt, erstellt ein Element und hier muss jetzt einfach der Tag rein, den es kriegen soll. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel img reinmache, dann kriege ich ein Bild. Aber da muss ich natürlich noch die Source setzen von Hand, so wie wir das in den vorigen Videos gemacht haben, also als Attribut. Ich muss natürlich noch den Style setzen und so weiter und so fort. Was wir hier machen wollen, ist einfach ein stinknormaler Paragraph ohne irgendwelchen Text. Der wird hier komplett leer kreiert, einfach nur ein leerer Paragraph, also quasi sowas hier. P und Slash P, mehr wird da nicht gemacht und der wird auch noch nicht irgendwo reingepackt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas machen möchte, muss ich dem natürlich noch einen Inhalt geben, damit man überhaupt was sehen kann. Also para.innerHTML ist gleich so. Und was möchte ich reinschreiben? Naja, zum Beispiel dynamisch. Praktisch. Gut. Okay, so. Und jetzt kann ich hier drin... jetzt kann ich mir das mal anzeigen lassen als erstes Mal. Also so sieht die Webseite aus, aber ihr seht, hier fehlt er irgendwie noch. Der ist nirgends. Was mache ich jetzt, dass der endlich angezeigt wird? Naja, ich muss ihn natürlich überhaupt noch erstmal irgendwo als Kind zuordnen. Das heißt, ich muss sagen, er befindet sich auf dieser Seite. Aktuell ist es zwar ein Paragraph, den wir hier haben. Wir können ihn auch verändern, wir können ihn einstellen, wir können alles machen, aber er ist nirgends hier drin. Das ist ein bisschen doof und deswegen brauchen wir diese Kinder. Wir sagen also einfach, wir wollen diesen Paragraphen an ein Element in unserem Code, in unserem HTML-Code dranhängen. Ihr könnt es natürlich direkt am Body dranhängen, dann kriegt ihr ihn halt ganz unten, so wie diesen Paragraph 2 hier. Aber wir wollen ihn an X dranhängen, in unsere Div rein, also in dieses hübsche Kästchen hier. Und das machen wir, indem wir einfach sagen, wir wollen X, also X ist ja unsere Div 1, Punkt, Append, Child. Und hier kommt jetzt der Paragraph als Kindknoten sozusagen rein. So, und wenn ich das jetzt hier gemacht habe und diese Seite aktualisiere, dann sehen wir erstmal gar nichts, klar, weil wir haben ja das Ganze hier als, ich habe glaube ich vergessen, das dieses Mal zu erwähnen, wir haben das Ganze als Event getriggert oder wir wollen es als Event triggern. Das heißt, wenn wir hier auf unsere Überschrift draufklicken, wird die Funktion ausgelöst. Davor passiert da gar nichts. Das heißt, das Ganze ist jetzt so, wenn ich auf die Funktion draufklicke, dann erscheint hier unten ein neuer Paragraph, dynamisch praktisch gut. Ja, das ist quasi alles. So kann man neue Sachen kreieren. Ihr könnt jetzt natürlich hier euren Paragraphen noch neu formatieren, den Style ändern und so weiter und so fort. Ihr müsst ihn auch nicht an das Div anhängen. Sucht euch einfach euer Objekt hier aus, packt eure, was auch immer, ihr könnt auch was anderes hier dranhängen, irgendein Skript oder sowas lässt sich da auch dranhängen. Ist dann der Tag Skript, logischerweise, Skript. Und schon haben wir hier ein neues Skript kreiert. Also alles ist möglich mit JavaScript. Ziemlich coole Sache. Und ja, das war es erstmal mit dem DOM. Das ist so ziemlich alles, was man, glaube ich, damit machen kann. Falls euch irgendwas fehlt, dürft ihr mir natürlich gerne noch schreiben. Und es geht natürlich noch weiter mit JavaScript. Zum Beispiel hatten wir noch keine Objektorientierung. Das heißt, genau genommen wissen wir noch nicht mal, was dieser Punkt hier tut und was überhaupt ein This ist. Also, das kommt alles noch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.